Ja, und rechtzeitig zum Ferienbeginn für alle in Österreich hat im Schloss Paulsbrunn in Niederösterreich wieder der Märchensommer begonnen. Heuer wird dort die Geschichte der kleinen Meerjungfrau neu erzählt und gestern war Premiere. Wir hatten jetzt 2 Jahre eher männliche Protagonisten. Ja, wir hatten den Aladdin und wir hatten den Peter Pan. Ich habe gefunden, jetzt braucht es wieder eine weibliche Identifikationsfigur. Und die kleine Meerjungfrau ist einfach auch ein wunderschönes Märchen, ja, weil es ja auch wirklich darum geht, für die große Liebe, für den großen Traum einfach viel aufzugeben. Beim Märchensommer im niederösterreichischen Paulsbrunn wird heuer im 13. Jahr die kleine Meerjungfrau neu erfischt gespielt. Ich bin die kleine Meerjungfrau mit Namen Adriana und mein Charakter ist wohl jung und neugierig, ungehorsam und sehr abenteuerlustig. Endlich einer, der nicht nur protzt, der allen Eitelkeiten trotzt. Die Freundschaft siegt, die Liebe siegt, das Gute siegt. Ja, also der Prinz vor allem wagt sich auch einiges, also wagt auch einiges, auch die Meerjungfrau wagt einiges und obwohl es verboten ist, aber sie spüren, sie haben eine Sehnsucht und einen Drang und Träume und Wünsche. Erzählt wird die Geschichte der Meerjungfrau, die sich in den Prinzen verliebt, von einem bösen Tintenfisch der Stimme beraubt wird und diese mit ihren Freunden wieder zurückerobern möchte. Das Besondere, es gibt nicht nur eine Bühne. Die Handlungen finden auf 5 Schauplätzen parallel im Schloss statt. Man muss sportlich gut drauf sein als Schauspieler, um den Märchensommer zu überleben, sagen wir so. Es macht super viel Spaß, aber eine Vorstellung ist wirklich Sport. Der Vorteil ist auch, dass man mit den Kindern sich das 3-mal anschauen kann. Also nicht nur einmal kommt, sondern 3-mal und ja, es ist einfach mehr Content sozusagen, wenn ich noch einmal eine halbe Stunde mehr habe. Es passiert ja bei Kindertheater nicht wie öfters im Erwachsenentheater, dass du siehst, das Publikum schläft und nachher erzählst du, wie großartig das warst. Also das ist im Kindertheater eigentlich nicht. Je mehr du die Kinder involvierst in das Geschehen, umso mehr bleiben sie dran und umso mehr erinnern sie sich daran, ja? Weil sie auch indirekt die Figuren, die ihnen am besten gefallen, mit denen identifizieren sie sich. Die kleine Meerjungfrau neu erfischt, ein Märchen für Jung und Alt, läuft noch bis 26. August.